Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt. Ob das auch Bedeutung hat für ganz Deutschland und was ich davon halte, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und schau dir auch dieses Video bis zum Ende an. Vorläufig dürfen auch Ungeimpfte wieder im Einzelhandel in Bayern einkaufen. Denn die 2G-Regel wurde zunächst einmal von den bayerischen Richtern gekippt. Eine Inhaberin eines Lampengeschäfts hat geklagt und hat gesagt, der Gleichbehandlungsgrundsatz sei hier vor allen Dingen verletzt. Und dem gaben die Richter in einem sogenannten Eilverfahren statt. Bei der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dürfen bisher nur Geimpfte und Genesene Ladengeschäfte grundsätzlich betreten. Ausnahmen gibt es für Geschäfte der Deckung des täglichen Bedarfs. Die Richter haben gesagt, diese Ausnahmen sind in der bayerischen Verordnung nicht hinreichend konkretisiert. Das heißt, was heißt genau Deckung des täglichen Bedarfs? Was ist mit Mischsortimenten? Es müsse sich aus der Regelung auch die klare Ausnahme ergeben und das sei ihr eben nicht mit hinreichender Deutlichkeit geschehen. Es kann nicht sein, dass die Ausnahmen quasi durch den sogenannten Normvollzug, also durch die Praxis umgesetzt werden würden. Daher haben die Bayern gesagt, reicht das hier nicht aus und daher sei 2G im Einzelhandel zu kippen. Auf der anderen Seite haben die Richter aber auch gesagt, dass sie denken, dass grundsätzlich die 2G-Regel im Einzelhandel rechtlich wirksam ist, aber nur, wie sie in Bayern jetzt gerade rechtlich umgesetzt worden wäre, eben rechtswidrig ist. Der Beschluss, dagegen gibt es keine Rechtsmittel, das heißt, der ist gültig, das heißt, 2G in Bayern ist jetzt erstmal gekippt. Das wird aber nun dafür sorgen, dass die bayerische Politik die Maßnahmenverordnung wahrscheinlich ergänzen wird, bis diese rechtssicher ist. Und dann wird man in wenigen Wochen wahrscheinlich 2G in Bayern wieder haben. Bundesweit, auch für unsere Normkontrollverfahren, heißt das natürlich, dass wir da auch sehr genau darauf achten, auf diese Formulierungen. In einigen Bundesländern gibt es auch ähnliche Formulierungen und da rechnen wir uns natürlich mit diesem Hebel gute Chancen aus, dass wir die Corona-Schutzverordnungen auch weiter kippen können. Wir bleiben für euch am Ball und wir sehen uns wie immer vor Gericht.